Guten Morgen, Carl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Carl. Nein. Carl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Carl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Carl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Oh. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Carl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Danke, Marcus. Fernseher! Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Klar. Okay, Karl.
Lust auf eine Partie Schach? Sicher, ja. Blitzschach. Blitzschach, gerne. Das war ein bisschen zu einfach. Bist du etwa eingerostet? Oder hast du etwa Mitleid mit einem alten Mann? Tja, ich dachte, sie möchten gewinnen. Verliere nie mit Absicht, Marcus. Siege, wenn du kannst. So kam die Menschheit dorthin, wo sie heute ist. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen und selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Also, was hältst du davon, Marcus? Ich bin da kein Experte, aber es ist nicht ihr bestes Werk. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Eine perfekte Kopie der Realität.
Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Hey, Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wohl auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Thank you.